Moin Moin, Alex hier. Ich würde euch heute zeigen, meine Variante der Roulette oder Frikadelle. Meine Variante natürlich rein pflanzlich, vegan. Meine Roulette besteht aus geräuchertem Tofu und aus Reiswaffeln, das ist die Grundmasse. Ansonsten wird gewürzt mit Ketchup, Senf, bei mir kommt noch Majoran ran, Pfeffer und Salz, eine klein gewürfelte Zwiebel und Knoblauch. Für die veganes Kochen noch fremd ist, sieht das natürlich alles erstmal eigenartig aus, Tofu, Reiswaffeln und Haferflocken. Aber jedes für sich hat einen mega leckeren Geschmack. Angebraten ist es nachher wirklich. Die Haferflocken oben mit drauf, gibt einen anständig leckeren Biss und schmeckt einfach mal oberlecker. So, dann beginne ich damit, die Zwiebel und den Knoblauch fein zu würfeln. So, als nächsten Schritt nehme ich mir die Reiswaffeln und brösel die mit der Hand einfach grob in die Schüssel rein. So, dann nehmen wir uns jetzt den geräucherten Tofu und machen dasselbe wie mit der Reiswaffel. Hier haben wir es ein bisschen einfacher. Reinbröseln. Jetzt kommt das Wasser dazu. Circa 200 Milliliter. Und jetzt erstmal anständig zu einer einheitlichen Masse durchkneten. So, jetzt kommen die restlichen Zutaten ran. Majoran. Den Senf, den Ketchup, die Haferflocken. Da kommt jetzt noch Pfeffer oben drüber, Salz drauf und dann wird die Masse miteinander verbunden. Die gewünschte Konsistenz ist fertig, wenn ihr euch einfach mal so ein Esslöffel großes Bällchen rausnehmt und die mal formt und die Bulette nicht auseinanderfällt. So, die Buletten sind fertig, also machen wir uns jetzt ans Braten. Erhitzen da jetzt Olivenöl und lassen das heiß werden. Wer jetzt denkt, dass jetzt hier tierisch viel Fett dran ist und die Dinger schwimmen im Öl, ist nicht der Fall. Wir haben ja den Tofu und die Reiswaffeln. Tofu hat wenig Fett, eine Reiswaffel hat eigentlich so gut wie gar kein Fett. Wohingegen im Schweinefleisch mindestens zu 50% aus Fett besteht. Und wir haben jetzt einfach nur das gute pflanzliche Öl zum Anbraten, dass wir außen eine knusprige Schicht bringen. Und im Tofu sowieso eine Menge Eiweiß drin. Also wer irgendwie Angst hat, dass er jetzt bei veganer Ernährung kein Eiweiß kriegt, haben wir hier eine anständige Proteinquelle drin. Zu was ihr jetzt eure Bulette esst, müsst ihr selber entscheiden, ob zu Kartoffeln, Pommes, Gemüse oder wie auch immer. Ich zeige euch jetzt, wie ich daraus ein richtig leckeres Sandwich bastel. So, für mein Sandwich, da ich nun nicht nur mich alleine satt kriegen will, habe ich mir einen anständigen Knüppel besorgt, den ich jetzt leicht schräg anschneide, dass die ganzen Zutaten nachher nicht rausfallen. Dann bestreiche ich die eine Unterseite mit einer Mayonnaise, selbstverständlich eine rein pflanzliche Mayonnaise, also ohne Ei. Die andere Seite kommt der Ketchup. Dann kommt auf die Unterseite, lege zuerst mal den Salatblatt, weil wenn ihr euch das mitnehmen wollt, so wie ich das zum Beispiel gerne mache, für mich auf Arbeit, für die Kinder, für die Schule, für meine Frau auf Arbeit, kommt ganz nach unten der Salat, dass nachher nicht alles nach unten hin durchsuppt. Dann habe ich es total gerne mit einer fruchtigen Note, kommt also bei mir Apfel hinzu. Dann kommt ein schöner pflanzlicher Käse im Cheddar-Style rauf. So, dann kommen jetzt die Buletten. Die schneide ich hier allerdings einmal in der Mitte auf, weil ansonsten kriegt das ja nachher keiner mehr gegessen. Ein paar Scheiben Tomaten, ein paar Frühlingszwiebeln. Und was ich immer extrem lecker finde, dass da noch irgendwie was Knuspriges mit bei ist, haue ich hier noch schön geröstete, leicht gesalzene Erdnüsse mit oben rüber. Und fertig ist mein Sandwich. So, und wenn das nicht ein absoluter Oberkracher ist, also sieht schon extrem lecker aus, schmeckt logischerweise Oberhammer und da seid ihr mal ganz weit mit vorne, wenn ihr sowas mit auf Arbeit nehmt. Das größte Stück ist natürlich wie immer für Papa und ich werde mir das richtig schön schmecken lassen. Oberlecker, total frisch. Mit dieser Süße von dem Apfel ist mega geil. Der Crunch durch die Erdnüsse, das Salzige, ey, das ist so abgefahren, also ohne Scheiß. Macht danach mega geil.